Diese weiße Kugel tut er in den Becher. Aber dann ist da drinnen das hier? Was zur Hölle? Kennt ihr die Serie Masters of Illusion, die schon seit 20 Jahren läuft? Nein, ich auch nicht. Jetzt habe ich gesehen, es gibt ganze Folgen auf YouTube. Da reagieren wir einfach mal auf Random Staffel 8 Folge 3. Ah ja, und es geht los mit Dan Sperry. Auf den hatte ich schon vor Jahren mal reagiert. Magic is the second oldest profession in the world. Do the math. The oldest trick in magic is thousands and thousands years old. It's not. Okay, ganz kurz. Die Serie besteht also darin, dass einfach haufenweise unterschiedlicher Zauberer vorzaubern. Das war's. Cool. Das heißt, wir sehen jetzt in einem Video ganz viele Zauberer auf einmal. Leider nur in der Qualität. Besser geht nicht. Es tut mir leid. Okay, der älteste Zaubertrick der Welt ist tausende von Jahren alt. Aha. The oldest trick in magic is thousands and thousands years old. It's known as the cups and balls. You've maybe seen it before or versions of it. Super confusing, right? Three cups, three balls, they get mixed around. You gotta keep your eyes on the balls, eyes on the cups, eyes on the hands. Super confusing, it goes really fast. So I've dummied it down to a simplified version that I'm gonna share with you right now. My version of the cups and balls, and hopefully it lives up to the standards set forth by Harry Houdini, and I hope you guys enjoy it as well as I present to you my version of the cups and balls that I like to call one ball, one cup. It uses a little. Okay, Intro zusammengefasst. Statt in Cups and Balls mit drei Bechern und drei Bällen nimmt er nur einen Becher, einen Ball und damit will er uns jetzt alle weghauen. Na dann, let's go. One ball with a white sweater on it, just a ball and a blankie, right? And for the cup, I'm not gonna use some ancient Egyptian thing. It's actually just an old grog cup like they used to serve at the pubs in England back in the day. Now, the object is for you to keep your eye on the ball, right? It goes kind of fast, but I'm gonna slow it down. This is the easy version. The ball could be here, it could be here, it could be here. Here, over here, inside my hand, maybe in my pocket, something like that. You have to guess whether the ball is either in my hand, in my pocket, or underneath the cup. You see how this works, right? Okay, so we'll go ahead and get started. Now, I'm gonna start right now. Habe ich schon verpasst? Habe ich den ersten Trick gerade verpasst? Ah, es reizt mich zurückzuspulen. Sollte ich das tun? Nein, ich tue es nicht. Ich lasse mich verzaubern. Ich spule nicht zurück. Erwischt! Now with this guy right here. All right, we're gonna start with you. I'm gonna take the ball. Maybe put it in my hand. Maybe put it in my pocket. Or maybe it's under the cup. Where do you think it is right now? In the hand. No, it's not my hand. Not in my pocket. It still goes back under the cup. Like I said, you have to pay attention. It goes quick. I know it goes kind of quick. You have to pay attention. Remember, this is the ball. This is the cup. This is what you're watching. We'll try it again, and I'll slow it down. Okay, er hat's in den Becher fallen lassen. A little bit more. Here's the ball. Like where? Okay, und jetzt ist er aber da. Where do you think the ball is now? We have the cup. On top of the cup. No, it's on the bottom of the cup because the cup's upside down, idiot. You're not great at this. You're not great at this. We'll try this with you, and I'm gonna slow it down so it goes a little bit easier. I'm gonna take the ball. I'm gonna place it maybe in my hand, maybe in my pocket, or maybe it's back underneath the cup. Tell you what, I'm gonna eliminate the hand to make it easier. So you have to guess now whether the ball is either in my pocket or underneath the cup. I'll give you a hint. No, never mind. Never mind. Where do you think the ball is? Pocket? No. See, it still goes back under the cup. You gotta pay attention. Also, es ist an und für sich ein Effekt, den haben wir schon Millionen Mal gesehen. Ich habe in meinem Leben bestimmt 100 verschiedene Varianten von Cups and Balls schon gesehen. 100 verschiedene Performances. Aber der Performance-Stil gekoppelt mit dem Ablauf der Routine, es kriegt mich trotzdem jedes Mal. Es catcht mich. Ich weiß nicht warum, aber ich finde es einfach unglaublich cool. You've seen it go this time, you're gonna hear it go. Maybe this will be easier if I take the ball. Put in the cup, you can see it in there. If I shake it up and down, it sounds like dice. Listen. See, it sounds like dice, so you can hear it. I'm gonna slow it down if I take the ball. Place it into my hand. Place it into my pocket. Where do you think the ball is now? Either in my pocket or underneath the cup. You probably figure out it doesn't matter what you say. If you say it's in my pocket, it goes back underneath the cup. If you say it's under the cup, it goes in my pocket. My pocket at the same time is under the cup, right? Wrong. See, it still goes back underneath the cup. I don't know how it gets back in there. Super confusing. Here's the. Okay, jetzt habe ich was gesehen, was das Ganze nochmal steigert. Ich wollte gerade sagen, das war jetzt einmal zu viel. Was auch immer seine Methode wohl ist, er hat bisher immer nur die gleiche Methode benutzt. Zumindest sah es stark danach aus, als wäre es immer die gleiche Methode. Und jetzt kam gerade eine Steigerung. Okay. Bitte. The thing, you probably feel like you're, what's to say? Probably feel like you're behind the eight ball. That's it, behind the eight ball. And it's because you are. That's the eight ball that I was looking for. That's a real eight ball. I'm not sure
how it gets there. Dankeschön. Just because I feel like it, here's an actual big white rock that I wanted to just show you guys just for the... Wo kam der denn jetzt her? Hä? Von wo kommt der denn her? Warte, ich will zurückspulen. Nein, wir spulen nicht zurück. Dieser Trick lebt davon, dass ich jetzt nicht zurückspule. Ich tu's nicht. And that's my version of one ball, one cup. I don't know how this cup fits in there. The rock doesn't fit, the eight ball doesn't fit, and hopefully this has lived up to the standards set forth by the late, great Harry Houdini. I almost feel like his presence is here with us tonight, because it is, or at least what's left of him anyways. Magic Jones! Okay, ich dachte echt bis kurz vor Schluss, ich wäre mitgekommen, ne? Aber ich bin komplett gefoolt. Okay, keine Ahnung, wie er das gemacht hat, Digga. Ich dachte echt, ich lasse mich nicht ablenken. Ich hätte schwören können, ich habe wirklich einen Punktfokus und ich lasse mich nicht so einfach ablenken, Freunde. Ich bin wirklich, wenn ich bei einer Sache... Ich bin ein bisschen verwirrt, warum höre ich Krokodil? Der neue Apple Alligator von Holy. Jetzt mit diesem Video zusammen ging die neue Sorte online. Leckerer Apfelgeschmack mit gefährlichem Biss. Wenn ihr den bestellen möchtet, benutzt natürlich den Code MATTI10 für 10% Rabatt. Oder wenn ihr Holy noch nicht probiert habt, benutzt den Code MATTI5, dann spart ihr euch gleich ganze 5 Euro. Und wenn euch das zu riskant ist, für eure erste Bestellung direkt so eine ganze Box zu holen, wo direkt 50 Portionen drin sind, gönnt euch doch stattdessen einfach das hier. Das sind nämlich die brandneuen 10er Probierboxen. Da habt ihr den Energy nicht 50 Mal, sondern 10 Mal drin. Das jetzt mal hier mit Sprudelwasser. Granatapfel. Ganz vorsichtig. Es ist Sprudelwasser. Ganz vorsichtig. Oh. Am besten eiskalt genießen. Prost, Freunde. Ich freue mich so auf diesen Alligator, Digga. Aber jetzt gucken wir weiter. Hau ab jetzt. Nächster Kandidat, bitte. Tetro. You know, when you think about it, recycling is a pretty amazing process. It seems almost magical, how you can take something old and make it new again. Now, if we could speed that process up, it might look something like this. Watch. Sounds cool. Eine sehr, sehr schöne Illusion. Habe ich, glaube ich, das allererste Mal gesehen bei Dynamo. Bruder, das ist lange her. Ja, ich finde es immer ein bisschen ungeschickt vom Handling. Das ist auch ein Fehler, den habe ich früher selbst häufig gehabt. Wenn man auf der Bühne steht und ich möchte etwas loswerden, wie beispielsweise jetzt hier die erste Münze. Und lasst euch nicht ablenken, natürlich auch die zweite Münze. Und jetzt haben wir ein Problem. Ich gebe vor, die Münze wäre in der Hand. Die ist aber längst leer. Die Münze befindet sich jetzt aber irgendwo hier. Das wäre in so einem Moment super verdächtig, wenn ich sie übrigens und sofort jetzt irgendwie zu einer Tasche gehe. Wisst ihr, was ich meine? Wenn alle gerade auf meine Hände gucken und der Verdacht besteht, da könnte ja was sein, dann ist es super auffällig, wenn die Hand sofort irgendwo hingeht. Deswegen finde ich persönlich es besser, wenn sich die Hand, die heimlich die Münze in der Hand hat, erstmal entspannt und dann, zack, sie verschwindet. Dann vielleicht noch diese Geste hier, tada, obwohl sich hier ganz stumpf die Münze befindet. Und dann zu einem günstigen Zeitpunkt danach, wenn ich schon die nächste Illusion einleite, dann kann meine Hand beispielsweise zur Tasche gehen. Und das ist bei ihm leider gerade passiert. Da ist etwas passiert und seine Hand ging sofort offensichtlich zur Tasche. Das finde ich immer ein bisschen unschön. Aber das ist jetzt wirklich kleinliches Meckern von mir. Gucken wir mal weiter. Tastes like magic. Tastes like magic? Kann ich bestätigen. This next performance is... Ach, das war's schon? Er hat einfach nur einen Gimmick-Trick vorgeführt. Ende. Ist jetzt nicht besonders originell, ich bin ehrlich. Nick Dopich. Thank you. How's everybody doing? Good. It's a rhetorical question, obviously. This is a very simple one. This is about locating cards. What we magicians do all the time. You pick cards, we find them. Ich bin jetzt sehr gespannt. Karten sind ja mein Spezialgebiet und mein Lieblingsgebiet. Guck ich aber ganz genau hin. Right, headline. However, sometimes we need help. Aber Kollege, was ist das? Das sind ja Bicycle-Karten. Benutzt doch die brandneue Somnium Cards Galaxy Edition, limitiert auf 7500 Decks. However, sometimes we need help. All right, now personally, I use the Jokers. I like to use the Jokers. The Jokers are great at finding any card in the deck. You guys might not know that. They have that guarantee on it. What I need somebody to do first, if somebody could, just go ahead and name any number you want, ace through king, anyone you want. I heard queen. 100% freie Wahl. We're gonna use the Jokers to try to find the queen. Everybody focus in.
zoom in, however you gotta do it. We're gonna cut the cards wherever we like, right about there. And we're just gonna pass through once, twice, three times. A card will appear between the two jokers. I know, right? Yeah, please, hold your applause for God's sake. This means nothing yet. We haven't seen anything. We don't know if the jokers did their job yet. However, let's go ahead and see. Ah, that's right, we do. We have a queen. We do have one queen. But there's how many queens in the deck? Four. We're gonna see if we can find all four with all these jokers. All right, so let's try it again. We're gonna pass through once, twice, three times again. Up. We got queen number two. Cool, das ist diesmal Joker-Bild down, Dame-Bild oben. Schöner Kontrast. Und jetzt die zwei noch in die Damen verwandeln und dann bin ich glücklich. We got the two red queens, queen of diamonds, we would say is the most important one. We have two more to get, two down, two to go. Let's try it again. Ooh. Okay. It's not... You know, a great thing about this is that actually sometimes jokers are obviously wild. Thank you very much, I appreciate it. Explosionsabgang! Ja, schön, war doch eine gute Nummer. Kurz, knackig auf den Punkt, magisch. Drei oder vier verschiedene Griffe, die er benutzt hat. Also da kommt man nicht so einfach dahinter, wie das funktioniert als Zuschauer. Klar, die mit den großen Fressen, die sagen jetzt, du hast die ausgetauscht. Ja. Aber ich glaube, als Laie kann man sich das nicht erklären, wann ist hier wie, wo, was passiert. Ist schon eine starke Routine gewesen auf jeden Fall. Props gehen raus. Okay. I'm here with Thander, yeah? Thander, check it out, I got a book of matches here. I want you to see, they're all in there, you see that? Go ahead and do me a favor, point to any one match you want, Thander. That one, that right there, that's perfect. Watch this, I'm gonna take it out like this. Put your hand out, Thander. Check this out. I'm gonna light that match, Thander, just like this. Check this out. Wrap your hand around the matches so I can't get them. Check it out, Thander, watch. It's gone, yeah? Look inside the matchbook, Thander. You see that? Turn around, show everybody. That match is attached, yeah? Yes. Ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll. Da müsst ihr, glaube ich, an der Stelle einfach mal Gesichtsausdruck lesen. Ist jetzt kein Effekt, den ich vorführen würde. Then it gets a little bit more crazy. We're gonna try it like this. This time, do me a favor, close the matchbook up. Wie heißt der denn? Der heißt, glaube ich, Lit. Den habe ich actually vor 3 Jahren oder so mal verlost an einen von euch, weil ich ihn halt selber gar nicht gebrauchen konnte. Genau deshalb. That's perfect. We're gonna try it like this. I'll take the matches. And then I got an idea. We're gonna try this. We're gonna take it up a notch. Trying something with a deck of cards. We're gonna take the matchbook. Put your hand out again. Wrap your entire hand around the matchbook, your other hand on top, so there's no way I can get it, yeah? We're gonna take out the cards. Check it out, Thander. I'm gonna give these a nice little mix, quick shuffle, just like this. A couple little shuffles. Thander, I'll show you all the cards are totally different. Yeah, they're all completely different. They come that way, so I can tell them apart. Warte, ich muss das gerade noch mal kurz verarbeiten. Hat der gerade gesagt, mischen die Karten einmal durch? Okay, wir bringen die einmal durcheinander. Perfekt. Und dann hat er actually genau den hier gemacht. Es war genau der. Witzig. Das muss ich noch mal sehen. Wir mischen die Karten. Er macht einen Spring. Check it out, Thander. I'm gonna give these a nice little mix quick. Warte nochmal. Living Meme. Nochmal. Check it out, Thander. I'm gonna give these a nice little mix quick. Also ich weiß ja, Stumpf ist Trumpf, ja? Achso, Louis, das wollte ich noch sagen zum vorherigen, zum Kartenmagier. Ich fand die Nummer zwar sehr gut, aber die Auswahl der Damen, es heißt zwar Stumpf ist Trumpf, aber manchmal ist Stumpf halt auch einfach lame. Also ich weiß nicht, ob irgendwer im Saal ihm das abgekauft hat. Ich habe Dame gehört. Und ja, Stumpf ist Trumpf. Ihr könnt mich jetzt irgendwo stoppen bei irgendeiner Karte. Zum Beispiel hier bei der Karo 2. Die kommt ungefähr mittig zurück ins Kartenspiel und... Das war's schon, jetzt habe ich sie nach unten kontrolliert. Ja, das war gerade ultra stumpf und sowas funktioniert, das könnt ihr wirklich raushauen. Bis zu einem gewissen Grad, aber ich weiß nicht, ob es mir mein Zuschauer abkauft, wenn ich sage. I'm gonna give these a nice little mix quick. Shuffle just like this, a couple little shuffles. And I'll show you all the... Okay, gut. Also, Deck ist gemischt und sie hält die Streichhölzer in der Hand. The cards are totally different, yeah, they're all completely different. They come that way, so I can tell them apart. Yeah. Here you go, Thander. Here's what's gonna happen. I'm gonna riffle down the side. You say stop wherever you want. That's gonna be your card, Thander. I'm gonna do it with my eyes closed so I can't see. Cool? Watch this, Thander. Just say stop.
Wie oft willst du denn das Deck noch 360 Grad drehen, Digga? Guck mal. Was macht der denn? Umdrehen. Umdrehen. Just say stop anywhere you like. Stop. Perfect. I can see that one with my eyes closed. I'm going to show the camera the card you said stop on. Now, Thander, you know what this is, yeah? I'm going to put it face up on the deck. It's face. Das fand ich gerade ganz weird, aber okay, ich machen wir mal weiter. Up, yeah, where the card is actually. You can see the card? Yes. Cool, my eyes are closed, Thander. Watch that card really closely. I'm going to give it a little bit of a shake, just like this. You'll actually see it change, just like that. Did you see that, Thander? Yes. With my eyes closed, just like that. Watch this, Thander. Here's the crazy part. That card is gone. It is no longer in the deck. It has vanished completely. I could show you literally each and every card right now, Thander, showing you that that card that you picked, which was what? For the first time, say it out loud, what was the card? King of Hearts. King of Hearts. And do you see your card in there anywhere? It is gone completely. There's a King of Diamonds, but no King of Hearts. Yeah, completely gone. Thander, where's the craziest place that card can end up? In the matchbook? Open up your hand, Thander. Open up the matchbook. Oh my God, you're kidding me. Did you see that, Thander? Show the camera. It is the matchbook. That is crazy. You're awesome. Thank you so much. Genau, das ist der Trick lit. Ich muss ja ehrlich sein. Ich will ja ehrlich sein in meinen Reaction-Videos. Ich will jetzt nicht haten, um Himmels Willen, aber ich fand sein Handling bei sehr vielen Dingen, beim Zeigen des Decks am Ende, beim Color Change, bei der Auswahl der Karte, beim Mischen. Nice little mix quick. Ich fand sein Handling nicht sonderlich optimal, sagen wir mal so. Ausbaufähig. Sagen wir ausbaufähig. Aber wie gesagt, ich will gar nicht reinhaten. Ist halt nur so ein sehr bitterer Beigeschmack gewesen jetzt bei diesem ganzen Auftritt. Wenn man sich die ganze Zeit denkt, Yo, Joshua J, cool. Joshua J ist, finde ich, ein sehr, sehr cooler Kartenmagier, der selbst sehr viele coole Tricks erfindet und verkauft. Ich habe super viel von Joshua J. Er ist ja einer der beiden Gründer von Vanishing Ink, zusammen mit Andy Gladwin. Bei Vanishing Ink verkaufen und produzieren sie ja haufenweise Zaubertricks. Also du kannst als Trickerfinder dich an die wenden und dann mit denen zusammen deinen Trick an die Welt verkaufen. Klingt kompliziert, ist es auch. Das ist aber ein bisschen älter, das Video. Oh, okay, okay. Es geht um Money, Money, Money. Also, Geldschein und Münze. Das war ja smart. Schwören kann ich, lass mich nicht ablenken. Ich hab mich ablenken lassen. Schnauze. Ach Mann, jetzt hab ich mich ablenken lassen. Ich ärgere mich so hart. Aber ist schon sehr schön. Ganz kurz, im Prinzip ist das jetzt ein Musterbeispiel. So zwei, drei Dinge, die ich in diesem Video schon kritisiert habe, finde ich, macht Joshua J. hier richtig gut. Genau das, wo ich bisher gemeckert hatte. Er ist so das Gegenbeispiel dafür. So kann man es stattdessen machen. Ganz viele Dinge sind hier vor unseren Augen passiert.
ohne dass wir sie sehen konnten. Beziehungsweise, wir haben sie gesehen, aber wir haben sie nicht wahrgenommen. Und das ist sehr, sehr, sehr stark, ohne zu viel zu verraten dazu. Aber wirklich cool bis hierhin. Ich bin aber tatsächlich dennoch gefoolt. Von dem einen oder anderen Element hier habe ich keine Ahnung, wie er das gemacht hat, Digga. Classic. Das ist so ein ganz interessantes Handling. Ich kann es so ungefähr erahnen. Also meine Theorie wäre, dass es so ein bisschen so ähnlich funktioniert wie in diesem Short. Da habe ich eine Münze hergezaubert, trotz komplett ausgestreckten Fingern. Und Miles hat komplett leere Hände gezeigt. Einfach ungefähr so 69 Münzen hergezaubert. Und auch der Vanish am Ende. Das hat alles auf eine bestimmte Art und Weise funktioniert. Behaltet da gerne meinen Shop mattisupport.de im Auge. Da gibt es bald nämlich ein fettes Update zu. Ich kann mir vorstellen, dass es so ein bisschen auf eine ähnliche Art und Weise funktioniert. Aber irgendwie, also wenn ich mir sein Handling genau angucke, wenn ich jetzt auch Frame für Frame analysieren würde, irgendwie passt das trotzdem nicht ganz zu meiner Theorie. Vielleicht liege ich auch komplett falsch und der ballert mich gerade richtig weg, Alter. Aber ganz kurz, warum hat er hier eigentlich ein Mikrofon? Er sagt kein Wort. Wir hören keine Geräusche irgendwie von den Münzen oder so. Warum hat er ein Mikrofon? Okay, aber was ist hier passiert? Der Ring. Darauf kommt der Geldschein. Zack. Und jetzt hatte er die Münzen verschwinden lassen, eine nach der anderen. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Und alles erscheint unterm Geldschein. Bitte was? Ich hab keine Ahnung, was da gerade passiert ist, Digga. Heftig, ey. Sehr, sehr, sehr cool. Ich habe ja letzte Woche Oppenheimer geguckt, ne? Das hat sich genau so angefühlt. Okay, das dürfte jetzt der letzte Act sein für heute. Wir werden ein Game of three card Monty. You know, two jokers and a queen, you mix the cards, you have to try and guess where the queen is. If you guess right, get the queen, you win the money. If you guess wrong... Okay, riesen XXL-Bühnenvariante, so wie bei Now You See Me. Ich glaube, im zweiten Teil war das. Da habe ich ja auch mehrere Videos zu gemacht. Ist das realistisch, was die da bei Now You See Me machen, ja oder nein? Könnt ihr euch auch gerne angucken. Aber gucken wir jetzt erstmal hier die Nummer. Get the joker, you lose. I'm gonna be the dealer. And we're gonna play a game of three-card money, except our cards are 6 feet tall. And we have a real Queen of Hearts. Let's. Oh, cool. Three Card Monty, aber mit Menschen dahinter. Oh, wie cool. Play. These two cards. Das war irgendwie sus gerade, oder? Just to distract you. Oh, aber guck mal, wie krass der Boden spiegelt. Das ist ja Doppelschwierigkeitsgrad. Ich bin jetzt schon gefühlt vom Boden irgendwie. Especially this one. You gotta keep an eye on this Joker. Das meint er jetzt aber ironisch, oder? Er löst gleich auf, haha, war nur ein Spaß, so nach dem Motto. Das meint er gerade nicht ernst, oder? Bitte! Okay, okay, es ist ein Spaß. Oh, ich bin beruhigt. Das hat er nicht ernst gemeint, oder? I remember the Queen of Hearts starts in the center. You always keep an eye on the center card, but I will give you a freebie. Look. She's not over here. Oh, so smart! And
She's not over here. Okay, so where is she? Always check. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich das bei so einer großen Illusion sagen würde, aber das Handling ist ja mal ultra smart hier. And she's not over here. Okay, so where is. Okay, aber den Moment fand ich sehr random. Das fand ich sehr weird. Er bewegt das so 3 Zentimeter und sagt, ah, ja, da ist sie nicht hinter. Hä? Is she? Always check the center. So where is she? Right, left. My right. Your, oh, your, my left. And if you guessed here, you would be absolutely wrong. Oh, I feel horrible. Remember, she's where you least expect it. Please give the. Sehr nice. Hat mir bis hierhin ziemlich gut gefallen. Ich glaube, man kann sich das relativ gut denken, wie es funktionieren sollte, aber die Präsentation fand ich bisher trotzdem ganz schick eigentlich. Queen of Hearts, a big round of applause. Und jetzt Steigerung. Excellent job. But you know what? Look. I'm your friend. I'm gonna tell you how we do it. This way you can never be fooled. No one will ever take your money. All right? We'll tell you how it's done. So, bitte, Steigerung, Steigerung, Steigerung. Queen of Hearts starts in the center. This much you know. You are all experts by now. These two cards, just to distract you. Okay, so where is she? Also wenn sie jetzt schon links ist, das wäre heftig gewesen, wenn sie in dem kurzen Moment, boah. Right, left, center. Okay, look, everybody, Megan, show them where you are. She's in the center, like I told you. Okay, I'll tell you how we do this. This is the secret. This is what you read about. This is the cloak of invisibility. So. I sneak this cloak of invisibility to Megan. She opens up the cloak, holds it, covering her whole body from her head all the way to her toes, so you can't see her. Then she steps off the stool, walks across to the other stool. You'll never see her because of the cloak of invisibility. Ja, glaube ich dir. Science. Okay, okay. Look, this time I won't cast the spell. You'll be able to see her. Megan, stay right there. Don't move. All right? So now you can see exactly where she is. All right. And now I'm going to cast the spell. And on the count of three, she will completely vanish. Here goes. 1, 2, and 3. Sehr cool. Sehr cooler Abschluss. Oh, das war richtig nice. Das hat mir gut gefallen. Das war doch ein sehr, sehr, sehr schöner Abschluss. Wir beschäftigen uns hier auf meinem Kanal sehr viel mit Close-Up-Magie, was so hautnah am Tisch passiert. Ich sag euch, Bühnenmagie ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Deswegen meinen großen Respekt an alle Kandidaten, auch wenn ich vielleicht ein bisschen gemeckert habe beim einen oder anderen. Meinen großen Respekt. Die absoluten Superstars der Bühnenmagie, die Revolutionäre der Bühnenmagie, waren Siegfried und Roy. Und falls ihr mein Video zu den beiden noch nicht gesehen habt, noch nicht wisst, warum der Tiger Roy eigentlich angegriffen hat und wie sie einfach einen Geparden auf ein Kreuzfahrtschiff geschmuggelt haben und so viel anderes cooles Zeug, dann guckt einfach mein Video zu Siegfried und Roy. Würde mich sehr freuen. Vielen Dank. Wenn ihr mir vor dem Draufklicken noch kurz einen Daumen nach oben da lassen würdet, das würde mich doppelt und dreifach freuen. Danke euch.